Unsere Wanderung im Sinne der Ökonomie der Menschlichkeit hat uns heute nach Altenmarkt geführt, zum Lechner Dom LP-Architektur. Du bist ein Wegbereiter von der Ökonomie der Menschlichkeit. Darf ich dir einfach einmal sagen, warum machst du das oder warum ist dir das wichtig? Ja, ich glaube, in der Entwicklung der letzten Jahre kommt die Menschlichkeit eigentlich immer mehr zu kurz und das ist bei mir in meinem Betrieb einfach wichtig, dass ich meine Mitarbeiter einfach, oder dass wir gemeinsam was entstehen und nicht ich allein bin, der das kreiert, sondern wir arbeiten immer im Team und da ist einfach die Menschlichkeit ganz wichtig. Und in dieser Gruppe, in der Ökonomie der Menschlichkeit, spüre ich einfach genau, dass dieses Thema der Menschlichkeit neben allen anderen wichtigen Faktoren einer der Säulen ist und insofern kann ich mich da gut identifizieren und möchte das auch gern unterstützen und weitertragen. Ja, wir haben jetzt gerade das schöne Erlebnis gehabt, dass wir mit all deinen Mitarbeitern da im Kreis gestanden sind, eine Stunde lang und uns ausgetauscht haben über das Leben, über die Wanderung. Und mir ist aufgefallen, dass deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von oft auch weit herkommen. Was ist da so dein Zugang, einerseits eine Struktur zu haben, aber auch gleichzeitig das Potenzial offen zu lassen für jeden, der dazu kommt, dass diese Potenzialentfaltung möglich ist? Das ist, glaube ich, ist ganz wichtig, dass man einfach auch den jungen Leuten, mittlerweile gehöre ich auch schon ein bisschen zum alten Eisen, dass man denen einfach einen Raum gibt, eine Plattform gibt. Ich nenne es auch oft die Bühne von LP-Architektur, dass ich sage, ihr dürft euch da entfalten. Wir bieten ein gewisses Sicherheitsnetz, ihr dürft auch fallen, ihr dürft euch auch rückfallen lassen, wir sind da. Aber ich wünsche mir wirklich eine Eigenverantwortung, indem ihr, sage ich mal, auf dieser Bühne euch weiterentwickeln könnt. Zuerst einmal suchen, wo findet man sich, weil das Thema der Architektur ist natürlich ein sehr breites. Es ist der kreative Ansatz, der künstlerische Ansatz, es ist der technische Ansatz, es ist natürlich auch der rechtliche. Also es gibt da wirklich sehr, sehr viele Themen. Und da möchte ich einfach versuchen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ja, die Möglichkeit zu geben, da ein bisschen sich auszutasten, wo finde ich mich wieder, wo, für was schlägt mein Herz in diesem Bereich und wie gesagt, und auch die Sicherheit zu geben, ihr werdet es nicht allein lassen. Geil. Super, ja. Und dann noch so zum Abschluss die Frage, dein Büro, das kommt genauso in New York oder in Wien sein, das ist aber in Altenmarkt. Warum hast das du in Altenmarkt gemacht und welche Möglichkeiten bietet es, dass so ein innovatives Architekturbüro genau hier sitzt? Ja, sehr, sehr interessante Frage. Es ist sehr einfach beantwortet. Das ist wahrscheinlich meine konservative Haltung zur Natur. Ich bin da aufgewachsen in Altenmarkt, habe in Graz studiert. Und wie natürlich so in diesen jungen Jahren alles viel zu eng ist, habe ich dann einen Ausflug nach Berlin gemacht. Das heißt, ich habe circa ein Jahr in Berlin gearbeitet, wo die Welt vermeintlich größer ist, wo man sie mehr entfalten kann. Und mir hat aber genau dieses Umfeld, sei es das soziale Umfeld, sei es das Umfeld der Natur, als kraftspendender Raum gefehlt. Und dann bin ich wieder nach Altenmarkt retour gekommen, da wo meine Wurzeln her sind. Natürlich nicht mit dem Gedanken, da ein Architekturbüro zu installieren, aber da mit der Offenheit, ich lasse einfach geschehen, wie es geschieht oder wie es passiert. Und rückblickend war es natürlich nicht ganz einfach, Prophet im eigenen Land. Man hat mich gekannt als Lechner Dom und hat mich jetzt auch als Architekt zumindest die ersten Jahre nicht sehr ernst genommen, hat mich aber da nicht abbringen lassen und mittlerweile, ja, nach 22 Jahren, dürfen wir da arbeiten und eigentlich weit über die Grenzen hinaus auch planen und bauen. Und es gibt Freude und vor allen Dingen eine Freude ist es, dass einfach wirklich auch mittlerweile Mitarbeiter von weiter her kommen, die eben genau diese Qualitäten suchen, nämlich nicht nur einen innovativen Arbeitsplatz, sondern auch die Freiräume, was die Natur uns ermöglicht. Und dieses Paket ist mittlerweile ein gesamtes und da freue ich mich, dass ich das anbieten darf. Ja, jetzt ist mir trotzdem noch eine Frage eingefallen, weil du so viel von der Natur gesprochen hast. Abschließend noch, was heißt es, seine eigene Natur zu leben? Und ich habe das Gefühl, du lebst deine Natur. Was bedeutet das für dich?
Das bedeutet einfach sehr stark in einem selbst zu sein, sehr authentisch zu sein und nicht, das ist man ja, in diesen Gefahren oder in diese Falle zu tappen, gerade in der Architektur, formalistisch zu sein, trendig zu sein, sondern immer wieder in sich zu können und sagen, ist der nächste Schritt, den man macht, ist der richtig? Ob er richtig ist, weiß man eh nicht, aber fühlt sich das gut an, ist das noch authentisch und das ist so, bei sich zu bleiben, ja, in seiner eigenen Natur zu bleiben. Danke. Bitte. Tom, ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Ja, ich danke, auch, dass wir da sein dürfen. Ja, gerne, gerne. Ich wünsche euch alles Gute für die weiteren Wege und ich freue mich, wenn wir uns wieder sehen, weil wir werden uns wieder sehen auf diesem Weg. Ich freue mich auch. Danke.